Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ja, ihr seht es schon, wie angekündigt am Schluss des letzten Parts, des gestrigen Parts besser gesagt, stehen wir im Feuertempel. Ich lag gar nicht mal so falsch mit der Telekinese-Fähigkeit, wir haben nämlich tatsächlich eine, nur ist es kein Voodoo, es ist Garcias Waffe, die Hand des Diebes, oder so ähnlich heißt sie. Inventar, rechte Hand, hier, die Knochenhand des Diebes. Es ist ein Talent, schwarze Magie, okay, ja, streng gesehen ist es so eine Art Voodoo, also im Bereich Voodoo, also schwarze Magie, ne? Mit dem Teil hier können wir Sachen an uns ranziehen. Telekinese. Wie bin ich denn jetzt drauf gekommen? Das war genau circa 5 Minuten, nachdem ich den letzten Part beendet hatte, bin ich zum Schiff hingeportet, also zu unserem Schiff, und habe aus reiner Verzweiflung, habe ich mal mit Petty gesprochen und da kam der Hinweis, ich habe die Telekinese-Fähigkeit von Garcia, die Telekinese-Hand, so irgendwie, ne? Also dachte ich mir, nee, oder? Nee, nicht wirklich die Waffe, die wir von ihm haben. Die Knochenhand des Diebes, ich natürlich gleich wieder geladen, Feuertempel ausprobiert, volle Hütten. Die Knochenhand des Diebes ist der Schlüssel zu unserem Rätsel hier. Wie benutzt man die jetzt? Also einfach mal ausrüsten, Waffe ziehen und dann steht schon Ziel wählen mit der rechten Maustaste und tada, da ist ein Schalter. Knöpfe drücken. Und zack, Sesam, öffne dich. Weißt, manchmal möchte man gerne die Wand eintreten, vor lauter Zorn. Oder den eigenen Kopf an die Wand knallen oder an die Tischplatte, vor lauter Blödheit. Aber ja, der Grundgedanke war ja schon mal richtig. Gönn's mir das wenigstens, ne? Zieht's mir das von meinen Fails ab. Okay, hier ist alles voll mit Nebel. Da hat schon länger niemand mehr gelüftet. Viele Gänge. Alles zackenduster hier. Und ja, ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Zweimal Altar. Okay. Das heißt, hier muss was hin. Aha, ich sehe schon. Die Finger sind wieder auf der Leertaste. Aha. Okay, und dann ist sicher wieder irgendwo mit dem Ding ein Schalterle zu betätigen, ne? Da ist bestimmt irgendwo so ein Schalter. Oder es geht dann alles gemeinsam. Achso, ich verstehe schon. Der eine Altar ist für die Gittertür und der zweite ist dann für die reguläre Steintür wahrscheinlich. Gut, dann nehmen wir mal eine Gasse. Ah ja, Moment. Stimmt, Waffe ändern. Wäre vielleicht nicht schlecht. Der Wellendenzer nehmen wir wieder mit. So. Ich hab den Daumen wieder auf der Leertaste. Für den Fall der Fälle, dass es gleich rumst. Ein Idol. Aha. Mhm. Ah ja. Okay, das sind schon zwei Gestalten. War eh klar, oder? Werden wir das Ganze selbstverständlich speichern. So, also Spielstand Nummer 2. Speichern, ja bitte. Das ist gerade lebensnotwendig für uns. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich statt Pistole wieder den Vogel nehme. Ich glaube, das werden wir auch tun. Linke Hand, der gute Papagei. Komm zu uns, mein Freund. Wellendance ist ausgerüstet. Was hat's denn ihr für grausliches Gesindel? Krallenaffe? Ein Krallenaffe nur? Was macht ein Krallenaffe hier? Beziehungsweise von was leben die denn? Ich hab echt gedacht, das ist irgendwas Untotes, Grausliches, Schieches, ne? Aber sind's zwei Äffchen. Ja. Und mehr nicht. Das glaube ich fast nicht, oder? Das soll's gewesen sein? Nur das Idol, zwei Äffchen. Na, das glaube ich weniger. Aha. Ich glaube da was anderes.
Jetzt geht die Tür auf. Passt auf. Passt auf, was wir jetzt machen. Wir stellen uns natürlich bequem hier hin. Ich probiere das jetzt mal aus. Rechtes Bratzel. So, her mit dem Dingens. Idol. Gegenstand heranholen. So cool. Ich mag diese Hand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich wieder genau in diesem Moment so sehr an Gothic erinnert. Oh oh, je, je, je. Puh, du Heilige. Meine Güte, Alter, ich kriege noch ein Herz für einen Herzinfarkt. War das gerade unser Papagei? Tatsächlich. Backt gerade rum. Na, nicht darunter. Hier. Halt, was machst du da? Der freut sich gerade voll. Yeah, wir haben es geschafft. Yeah. Die Leertaste spinnt. Hat er sich beruhigt? Na, nicht wirklich. Wenn ich einen Schritt mache, dann dreht er durch. Moment, vielleicht klappt das so, wenn ich mal das betätige. Na, nicht wirklich. Ich habe... gerade voll lustigen Bug. Warte mal ganz kurz. Warte mal kurz. Ich lade nochmal kurz. Also, vielleicht ist es nachher besser. Ah, schöner Bug. Sehr, sehr schön. Vielleicht hätte ich auch einfach mich runterfallen lassen sollen. So, also nochmal. Halt. Langsam. Also sind nur Krallenaffen. Was mache ich denn? Also, hallo, ihr Viecher. Da. Bin immer gewohnt, in solchen Gruften untotes Zeug zu finden, ne? So, und so. Gut, dann das. Dann das Idol wieder drauf. So. Ich speichere dann von draußen. So, hier wird gespeichert. Langsam. So, also, speichern, so, so und so. Und nochmal von vorn. Ist alles für die Übung, ne? So, und komm zu Papa. Sehr brav. Und gleich wieder die Waffe wechseln. Zu unserem Welldancer. Wir haben viel zu viel Zeugs, ne? Die Fackel. So. Okay, das hätten wir mal soweit. Ich will nochmal speichern. Allerdings werde ich einen Reservespielstand verwenden. So, und gleich geht die Falle wieder los. Ich habe nur einmal kurz drauf gedipselt. Ich hoffe, da ist nichts passiert. Ja, schaut gut aus. Super. Das war auch jetzt ein äußerst interessanter Bug. Wenn ich jetzt hier runterfallen würde, gibt es da was Besonderes für uns? Ich will noch nicht. Ich will zuerst die andere Seite. Also, einmal all da. Zack. Aha, da tut sich schon was. Jawohl, wie vermutet, das Eisen geht jetzt einmal weg. Und dann schauen wir uns die Seite an. Ich bin wieder bereit für irgendwelche Fallen. Ein Hebel, das ist schon wieder sehr ungesund. Mhm. Da geht nichts weiter. Wie schauen wir da aus? Da geht auch nichts weiter. Und die Fackel ist erloschen. Nehmen wir gleich die nächste. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir das hier betätigen, tue ich wieder speichern. Und betätigen den Hebel. So, mal schauen, was jetzt passieren tut. Aha. Da ist zu und da ist offen wahrscheinlich. Nichts da. Achso, dann verstehe ich schon wieder, wie wir das machen müssen. Ihr versteht es auch. Die Hand ist echt wichtig hier. So, reingehen, umdrehen, wieder unsere Hand ausrüsten. So. Und aktivieren den Hebel. So. Das ist so cool. Ich mag das Spiel, das ist so cool. Ja, da haben wir wieder ein Idol. Ich schaue mich mal ganz kurz um. Einmal im Kreis herum. Gut, zum Mitnehmen ist nichts. Nehmen wir das Idol mit. Ich bin wieder bereit.
Gut, einmal. Oh! Hui! Ja, ich bin bereit. Und trotzdem erschrecke ich mich jedes Mal. Gut, das war ja verhältnismäßig einfach. Wir werden natürlich nochmal kurz speichern. Weil wir wissen ja aus bereits vergangenen Erfahrungen oder erlangten Erfahrungen, so muss ich sagen, vergangenen Erlebnissen, dass, wenn man solche Sachen aktiviert, uns eventuell was anfallen könnte. Ja, aber derweil, Schatz, ist es unheimlich ruhig. Muss man ja echt sagen. Was haben wir denn da? Eine Schale, ein Teller, eine Statuette, eine Truhe, ein Jadestein, viel Gold, Goldbrocken, Pokal und eine Truhe, die wir auch aufmachen. Boah, eine große Truhe, eine 90er. Und ist sie einfach? Natürlich. Ah, ja, das war klar. Aha, da gehen nur zwei. Wahrscheinlich alle drei. Aha, na, da gehen auch nur zwei. Okay, also zwei, dann einer, dann der eine und dann die vier. Jawohl, so schaut's aus. So ist richtig. Prima. Stehlender Groll. 55 bis 90, ist auch eine schlechte Waffe. Talent Hiebwaffe, Hiebwaffe plus 5, Goldwert 470. Der Groll droht alles zu verschlingen. Schrottpatrönchen und Goldmünzen. Das war's. Das war's? Feuertempel? Das war's? Dann können wir noch unterhalb erkunden. Ich speichere mal hier oben. Und ich speichere noch einmal den Reservedingens. Da. Dann probieren wir da uns runterstürzen zu lassen. Für den Fall, dass wir sterben, sind wir eh gesichert. Nein, wir sterben nicht. Gut. Da haben wir was. Schau mal. Einen Speer und ein paar Goldmünzen. Das war jetzt ja... Irgendwie war das jetzt gerade mehr und so, hm? Aber wir wissen dann jetzt schon, wie es weitergeht. Ups. Ich sollte die Waffe wechseln. Moment. Langsam. Hallo, hallo. Jetzt, bitte. Lass mal einen alten Mann hier, ne? So, einmal der Mellendänzer. Richtige Waffe. Bastard. Jetzt geht's ja nicht lang, du Saufig. Also, ja, ja. Hör auf, mich zu hauen. Ganz ehrlich, die Ghule haben im Einzeltal, also im Risen 1, ne, irgendwie unheimlicher ausgeschaut, finde ich persönlich. Also vor denen hatte ich echt Angst. Mit den dunklen, leuchtenden Augen in der Dunkelheit, boah. Die könnten glatt aus einem Horrorspiel entsprungen sein. So, wieder mal den Finger auf Leertaste und so bereithalten. Aha, aha. Jetzt ist die Frage, wenn ich den Schalter betätige, den Hebel hier, ob dann hier gleich die Tür runterfällt. Na, schaut nicht so aus. So, wieder bereithalten. Aha, jetzt sind wir da. Also dann quasi einfach rüberhüpfen. Oh, ruck. Und das war's. Okay, wir haben hier alles fertig. Wir können hier wieder weg. Auch nicht schlecht. Der Vorteil ist, wir können jetzt schnell reisen. Das heißt, wir brauchen nicht so lange zurück. Und wegen der Waffe, auf die Waffe war Garcia scharf. Da war jetzt nicht so sonderlich was Besonderes, oder? Finde ich halt. Na gut, wir speichern. Also ich habe mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet gehabt. Egal. Wir speichern, wie gesagt, und gehen einmal zum Schiffele zurück. So. Erstatten unsere Patty-Bericht. Hallo Schatzl. Ich habe Garcias Telekinese-Hand. Genau. Und durch diesen Hinweis bin ich draufgekommen, ja, was diese Waffe eigentlich kann. Ich habe Garcias Telekinese-Hand. Gut, ich kann den Namen auch nicht mehr hören. Brauchst du auch nicht. Er ist tot. Der gierige Sack hat's nicht besser verdient. Suchen wir uns ein neues Ziel. Ich habe jetzt alle Titanen-Artefakte. Hm. Ich habe jetzt alle Titanen-Artefakte. Dann wird es jetzt Zeit, dass wir Mara finden. Am besten redest du mal mit meinem Vater. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Na, gute Nacht. Noch was? Neuer Kurs? Sonst nix? Nein. Wir könnten... Chani, weißt du was? Nein. Wir könnten noch mit Jafar sprechen, mit dem Doktor können wir reden.
Gib mir alles, was du gesammelt hast. Na, wir sind ja nicht so arm. Ich verstehe nicht, wie sie dich nur dazu überreden konnten, Pirat zu werden. Warum? Sieh dir an, was aus mir geworden ist. Willst du auch so enden? Die Piraten haben den schönen Tod geweckt. Sie sind Mara hörig und wollen uns alle vernichten. Nicht alle, ich jedenfalls nicht. Wir werden sie aufhalten. Ja, ich jedenfalls nicht, das passt zu ihm. Nicht alle, ich jedenfalls nicht. Was macht dich so sicher, dass du verschont bleibst? Was macht deinen Geist stärker als den der anderen Piraten, die Mara verfielen? Leichtfertig bist du. Na, wir sind ein ehrlicher Gauner. Das habe ich schon so oft gesagt. Das scheint sich noch nicht so die Runde gemacht zu haben, ne? Entspann dich mal wieder, mein Freund. Schluss damit, sonst lasse ich dich Kiel holen. Boah, wie gemein. Na, entspann dich, Kumpel. Entspann dich mal wieder, mein Freund. Ich weiß ja, wie du dich fühlst. Aber das bringt uns nicht weiter. Mag ja sein, aber... Noch haben wir nicht verloren. Ich brauche dich hier an Bord meines Schiffes. Nur wenn wir zusammenhalten, haben wir eine Chance. Klar? Ja. Ist schon gut. Also, reiß dich zusammen. Hey. Passt. Der hat wieder alle Sinne beisammen. Lieber Eldrick, weißt Seltsam, du was? Seltsam, nicht wahr? Aber so steht es geschrieben. Ja, gut. Da ist nix. Mit dem Kerl da drüben haben wir schon gesprecht. Das heißt, wir sind hier eigentlich fertig. Das Mentalisman geht mir halt wahnsinnig auf den Keks. Ich habe halt echt gehofft gehabt, dass der Talisman hier drinnen ist. Aber wie soll man zu dieser Truhe kommen? Folgt uns jemand? Noch nicht. Nein. Passt. Vielleicht schaffe ich es wenigstens tagsüber, mich an den Kerl vorbeizuschleichen und die Truhe hinten zu öffnen. Ich würde ja echt lachen, wenn dort drinnen der Talisman liegt. Wären wir doch nie... Weil das wäre echt schwer. Das wäre wirklich schwer, muss ich echt sagen. So, ich speichere mal kurz. Wieder einmal. Ja. Hat er mir jetzt bemerkt? Na, der ist beschäftigt. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das. Leise. Psst. Beschäftigt? Er hat uns nicht bemerkt. Leise. Truhe ist offen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Scheibenkleister. Kein Talisman. Gold, Schwerrolling, Grog und Offiziersring. Nimm alles du mit. Du wagst es hier zu stehlen? Okay. Wie geht das? Hätte es nicht gemerkt, dass wir da sind, ne? Und wenn wir die Truhe öffnen, dann kriegt er es mit. Voll komisch. Naja. Gut, dann ist er hier mal nicht. Was ist das hier eigentlich für ein Schwert? Scheint sich auch nichts zu bringen. Dann können wir normal durchlaufen. Dann war das hier einfach... Ja, natürlich machen wir das. Dann war das hier einfach Fail von mir. Gut, hier drin ist dann nichts. Ich wollte es nochmal probieren. Also ihr seht es auch in der Truhe, ist nichts Besonderes drin. Wären wir doch niemals aufgebrochen. Wir können sie auch nicht wirklich ausrauben. Ich weiß nicht, wie ihr das mitkriegt. Aber naja, was soll's. Waldes gibt's uns nichts Interessantes. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, welche Gruft hier gemeint sein könnte. Ich habe echt gedacht und gehofft gehabt, dass es die da hier wäre. Ansonsten haben wir alles durchgeschaut. Es gibt nur dieses Gebäude da drüben und dieses Gebäude da. Und die beide kann man nicht betreten. Tja. Somit bleibt mir das jetzt mal ein Rätsel. Ich lasse das jetzt mal übrig, diesen Talisman. Ich werde mich dann diesbezüglich mal schlau machen. Vielleicht fällt mir auch wieder der Groschen.
Und wir werden einfach dann im nächsten Part den guten Stahlbart rufen, ein bisschen mit ihm quatschen und ja. Dann wahrscheinlich schon uns langsam dem großen Ziel nähern. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!